Gästevortrag handelt von etwas, was mich etwas beunruhigt möglicherweise, aber was auch extrem spannend ist. Wir haben uns ja schon damit abgefunden, dass uns Maschinen zunehmend überholen, also dass ich nicht mehr schneller rechnen kann als mein Computer zu Hause. Das überrascht mich überhaupt nicht. Und als Wissenschaftler benutzen wir Rechner, um uns zu unterstützen, große Datenmengen zu analysieren. Aber so ein Rückzugsgebiet war für mich immer noch die Kunst. Also da habe ich das Gefühl, das ist etwas Menschliches. Da wird man uns so schnell nicht einholen, dieses Kreative. Aber die Frage ist, ist das eigentlich noch Stand der Technik? Ist das überhaupt noch, kann man das überhaupt noch so sagen? Und da werden wir jetzt einen schönen Vortrag hören von jemandem, der sich genau damit auskennt, von Simon Hegelich. Simon ist nämlich Professor für Political Data Science an der TU München. Er benutzt Deep Learning Tools unter anderem auch für das Kunstprojekt TensorFloyd. Und er wird reden über Mensch, Kunst, Maschine mit künstlicher Intelligenz zu neuer Kunst, zum kybernetischen Verstand. Simon, die Bühne gehört dir. Danke sehr. Ja, wow, ich finde es ja super, dass sich so viele Leute das anhören wollen. Und ich hatte die Gelegenheit, gestern Abend auch schon sehr viel mit tollen Leuten hier auf dem Kongress zu reden, die selber KI benutzen, um damit Kunst zu machen. Und wir haben sofort festgestellt, dass es einfach viel zu diskutieren gibt. Insofern will ich mich auch bemühen, nicht ganz die Zeit auszureizen, dass wir nachher noch ein bisschen Raum für Diskussionen hier zusammen haben, weil ich glaube, dass da sehr viel Kontroversen auch geben wird, weil es einfach zwei große Begriffe zusammenbringt jetzt, die beide für sich genommen überhaupt gar nicht wirklich definiert sind, nämlich Kunst und künstliche Intelligenz. Und die eine Hälfte von euch sagt wahrscheinlich nachher, ah, das ist aber keine Kunst, und die andere sagt, das ist keine künstliche Intelligenz. Und ihr habt auch recht damit. Aber was ich heute machen will, ist so ein bisschen zeigen, was ist eigentlich der Stand der Technik, auch wirklich über die Technik reden, ja, was wird da eigentlich gerade gemacht. Und zum Einstieg habe ich mir Folgendes überlegt, ich möchte zwei Gedichte vortragen. Und das eine ist von einer künstlichen Intelligenz geschrieben, die ich programmiert habe, und das andere von Jim Morrison. Und dann möchte ich natürlich gerne nachher wissen, wer glaubt, welches Gedicht von wem denn eigentlich geschrieben ist. Ich fange mal an. I exorcise your ghosts. The sun glared on the dark, the dead. The dead have in the spruce, the dead abstractedness. The dead have very close relatives. My mother is good for her. Erstes Gedicht. Zweites Gedicht. The fear, eternal consciousness in the void, makes trial, jail seem almost friendly. A kiss in the storm. I'm freezing. Animals, dead. White wings of rabbits. Wer glaubt, dass das erste Gedicht Jim Morrison war? Und wer glaubt, dass das zweite Gedicht Jim Morrison war? Ich kann es vom Licht her ziemlich schlecht sehen, aber ihr seht auf jeden Fall, beide Antworten haben eine Followerschaft. Das heißt also, wir wissen jetzt schon gar nicht mehr. Genau, ich könnte hier das Video auch noch starten übrigens. Wir sind offenbar jetzt schon an einem Stand, wo Computer Kunst generieren können, die wir ohne weiteres nicht unterscheiden können von menschlich generierter Kunst. Und jetzt möchte ich erstmal kurz erzählen, was haben wir denn da gerade eigentlich erlebt? Was war das? Was ist da passiert? Also, wir haben seit einigen Jahren ja jetzt einen, wie man gestern hören konnte hier auf dem Kongress, einen Hype, was Deep Learning anbelangt. Und Deep Learning ist aber ein bisschen mehr als nur ein Hype. Da steckt tatsächlich was dahinter. Erstmal ist es ein Verfahren des maschinellen Lernens. Und das Grundprinzip, wenn man sich das ganz einfach vorstellt, ist so, dass wir beliebige, unstrukturierte Daten nehmen können. Und wir kennen aber schon die Antwort. Das nennt sich dann Supervised Learning. Und dann bauen wir eine große, komplexe mathematische Formel, die den Input, den wir haben, in irgendetwas transformiert, was möglichst nah an dem dran ist, was wir als Output eigentlich erwarten und was wir haben wollen. Und dieses Prinzip, da brauche ich kein Deep Learning für, das ist erstmal das Grundprinzip im maschinellen Lernen,
gibt es ganz unterschiedliche Algorithmen für, wo es dann halt um die Frage geht, was baue ich eigentlich für eine mathematische Formel zwischen diesem Input und dem Output. So, und ich kann das eben halt auch mit Texten machen. Ich kann Texte, Wörter umformen in Zahlen, dann kann der Computer damit rechnen und dann kann ich eine mathematische Funktion machen, die eben diese Zahlen umwandelt in die Zahlen, die ich eigentlich dann erwarte vom Output her. Was ich hier verwendet habe, ist ein sogenanntes Sequence-to-Sequence-Model. Das ist ein Deep Learning-Model. Erstmal, bevor wir zu Deep Learning kommen, es gibt eine Klasse von Algorithmen, die verwendet wird für dieses maschinelle Lernen, nennt sich neuronale Netze. Ein neuronales Netz ist an sich eigentlich was ziemlich Einfaches. Ich muss mir das so vorstellen, ich habe jetzt Worte zum Beispiel und jedes Wort kriegt eine Zahl zugeordnet und dann habe ich eine, es wird immer gesagt, neuronale Netze, das ist so, das ist wie das Gehirn, ja? Also neuronale Sachen ist totaler Unfug. Das hat mit dem Gehirn eigentlich wirklich überhaupt nichts zu tun. Es ist noch nicht mal ein Netz. Sondern ist eigentlich nur eine andere Darstellungsweise, wie ich eine mathematische Funktion aufschreiben kann, nämlich in Form eines Graphen. Und die mathematische Funktion bei neuronalen Netzen ist relativ primitiv. Da geht es einfach nur darum, dass Inputs multipliziert werden mit einem Parameter, der ist dann noch näher zu bestimmen. Und das wird alles aufaddiert und dann ist die Frage, löst es eine Aktivierungsfunktion aus oder nicht? Und wenn es das tut, dann wird das Signal weitergegeben und dann kann ich halt verschiedene Layers hintereinander machen. Der Vorteil bei neuronalen Netzen ist, dass ich sehr viele von diesen Parametern in meine mathematische Formel reinbringen kann und dann einen relativ effizienten Algorithmus habe, der diese Parameter automatisch optimiert. Das heißt also, ich stelle das Modell auf, der Computer berechnet dann aber anhand der Daten, die es gibt, was sind eigentlich die richtigen Werte für diese Parameter. So, jetzt geht Deep Learning noch ein bisschen darüber hinaus. Da ist der Unterschied, dass diese Signale nicht mehr einfach nur ein Signal ans nächste weitergegeben werden, sondern dass ich komplexere Architekturen aufbaue, wo es zum Beispiel Feedback-Funktionen gibt. Im konkreten Fall ist es, wie gesagt, ein sogenanntes Sequence-to-Sequence-Model, was mit Attention funktioniert. Das sind so Zauberwörter im Moment. Aber das ist eigentlich relativ primitiv. Das heißt, ich habe als Input eine Sequenz von einem Satz, die geht in ein neuronales Netz. Das ist dann ein sogenannter Encoder, der produziert ein Signal. Ich habe aber auch ein zweites neuronales Netz, den sogenannten Decoder. Der kriegt den schon bekannten Output, auch wieder eine Sequenz von Texten und die können dann eben halt unterschiedlich lang sein. Das ist also keine Wort-zu-Wort-Übersetzung mehr. Und verwandelt den Output aus dem Encoder im Decoder wieder dann in irgendwas, was möglichst nahe da dran sein soll. Attention ist dann noch so eine Subklasse davon. Da ist man übergegangen, dass, was wir gleich noch sehen werden, an der Stelle ist das sehr wichtig, in diesen neuronalen Netzen, da ist sehr viel Zufall drin. Die ganzen Parameter, die werden erstmal zufällig gesetzt und dann Schritt für Schritt optimiert. Und da ist es sehr interessant, wenn man mehrere Netze gleichzeitig trainiert und dann schaut, wenn ich eine Korrelation zwischen diesen Netzen bilde, welche Position, welches Wort in dem Satz zum Beispiel, ist eigentlich jetzt besonders wichtig. Und das ist das Prinzip hinter diesen Attention Networks, die im Moment ziemlich angesagt sind, weil sie sehr gute Ergebnisse bringen. So, also das ist das, was wir gerade gesehen haben. Das heißt, wir hatten also einen Input und jetzt noch die Frage, was war eigentlich der Input? Dieses Netzwerk, was ich benutzt habe, ist trainiert mehr oder weniger auf dem kompletten Kanon der amerikanischen Lyrik. Und zwar so, dass der Input immer die erste Zeile eines Gedichts ist und der Output die zweite. Eigentlich ist das ein Algorithmus, der häufig verwendet wird für automatische Übersetzungen, wenn ich zum Beispiel vom Spanischen ins Englische automatisch übersetzen will. Ich kann es aber halt eben auch was anderes reinschmeißen in dieses Netz. Hier jetzt, ich gebe dem Computer die erste Zeile. Und der soll dann die zweite Zeile eines Gedichts vorhersagen. So, und dazwischen, und das macht es ein bisschen kompliziert, steht jetzt also unser Modell, was eigentlich eine mathematische Formel ist. Aber diese mathematische Formel hat im konkreten Fall 160 Millionen unbekannte Parameter, die optimiert werden. Und das ist der Grund, warum man tatsächlich das sagt, diese Deep-Learning-Modelle sind letzten Endes Blackbox-Modelle, weil selbst wenn ich weiß, wie das funktioniert,
habe ich eigentlich keine Chance mehr, rauszufinden, welchen Einfluss welcher dieser 160 Millionen Parameter auf mein Modell nachher hat. Ich kann nur über weitere Verfahren, zum Beispiel über generative Modelle, versuchen rauszufinden, welche Muster hat denn dieses Modell eigentlich gelernt. Und das ist selber wieder ein ganz interessanter Ansatz, um neue kreative Elemente, Werkzeuge zu finden. Also hier zum Beispiel, was wir sehen, das ist sehr viel, was hier verwendet wird, einerseits in diesen Videos, nennt sich Style Transfer, aber auch Deep Dream. Und gerade Deep Dream war ein Algorithmus, der eigentlich entwickelt worden ist, um wieder zu visualisieren, welche Muster diese tiefen neuronalen Netze eigentlich gelernt haben. So. Das heißt, es entstehen also neue Tools. Und ich glaube, das ist eigentlich im Moment auch der Stand, den wir tatsächlich haben bei der Frage, was ist eigentlich künstliche Kunst heute? Wir haben, glaube ich, keine künstliche Kunst, sondern was wir haben ist, dass wir ziemlich coole Tools haben, die wir verwenden können, die interessante Sachen machen. Denn die Frage ist ja, wenn wir es hinbekommen, dass ein Computer etwas produziert, was aussieht wie Kunst, reicht das, dass das Kunst ist? Und da würde ich sagen, nein, das reicht nicht. Also wir haben zwar viele kreative Sachen, die wir verwenden können, die aber eigentlich auch nichts anderes sind als eine neue Art von Pinsel oder so. Also wo wir halt neue Verfahren anwenden können und wir selber sind aber kreativ. Wir benutzen das, wir erschaffen damit was Neues. Der Computer erschafft ja in dem Sinne gar nichts. Der kriegt es zwar hin, uns vorzugaukeln, dass da irgendwie was rauskommt, was dann Kunst ist. Aber ich denke, die meisten Leute werden mit mir darüber einstimmen, dass das eigentlich nicht das ist, was wir meinen, wenn wir über Kunst reden. Also halt zum Beispiel, sich heute hinzusetzen, jeder, der Kunst studiert hat zum Beispiel, könnte sich theoretisch hinsetzen und könnte vermutlich ziemlich gute Bilder malen, die sehr nach Picasso aussehen. Das ist ja auch teilweise gar nicht so schwer, was Picasso da gemalt hat. Also Picasso zu simulieren, ist sicherlich gar nicht die große Herausforderung. Aber wer von uns möchte sagen, dass er ein Picasso ist? Also man merkt schon, wenn wir über Kunst reden, geht es eigentlich um mehr als nur, dass wir das Publikum reinlegen. Das ist übrigens generell, weil es soll ja auch um künstliche Intelligenz gehen, ein großes Problem an dieser alten Vorstellung des Turing-Tests. Alan Turing in seinem Imitation Game hat halt genau darauf gesetzt, er hat gesagt, wenn wir einen Computer bauen, wo Menschen nicht unterscheiden können, denkt der jetzt eigentlich oder denkt der nicht, beziehungsweise Konversation mit dem Computer, der Mensch kann nicht unterscheiden, rede ich mit einem Menschen oder mit einem Computer. Wenn wir das hinkriegen, haben wir echte künstliche Intelligenz. Eigentlich Unfug. Weil nur weil ein Computer in der Lage ist, uns Menschen reinzulegen, heißt das ja noch lange nicht, dass er wirklich dazu in der Lage wäre, zu denken, einen Verstand zu produzieren. Und das Gleiche gilt bei Kunst. Also nur weil irgendwas aus dem Computer rauskommt, was vielleicht auch für das ungeschulte Auge aussieht, als wäre es Kunst, ist es damit ja noch lange nicht das, was wir eigentlich mit Kunst meinen. Weil eben gerade diese Kreativität fehlt, weil das Neue fehlt. Es will gar nichts Neues erschaffen. Und da ist der Hauptgrund dafür, dass diese Systeme erzkonservativ sind. Die lernen aus großen Datenmengen Muster, die dann in diesen Daten schon drin sind. Die erschaffen aber in dem Sinne gar nichts Neues. Es ist wirklich Pattern Recognition, also das heißt nur ein Muster, was schon vorhanden ist in den Daten und eigentlich auch nur ein Muster, was schon deutlich vorhanden ist. Selbst wenn es vielleicht ein Muster ist, da sind diese Systeme sehr, sehr gut, was wir selber gar nicht erkennen würden. Ja, also die leisten schon da was. Aber sie leisten halt eben genau das. Sie leisten Mustererkennung. Sie finden irgendwelche Muster und sind dann in der Lage, diese Muster zu reproduzieren. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns vorstellen, wenn wir über Kunst reden. Jetzt kann man allerdings einwenden, und ihr merkt, das dreht sich jetzt die ganze Zeit immer. Also es ist ein sehr dialektischer Talk. Man kann jetzt einwenden, naja gut, Determinismus und Kunst, das passt nicht zusammen. Aber die Negation des Determinismus, das ist ja der Zufall. Also wenn etwas zufällig ist, ist es nicht determiniert. Ist durchaus was dran. Jetzt ist der erste Punkt schon mal allein von der Technik.
steckt in diesen Deep Learning Modellen extrem viel Zufall. Jeder dieser 160 Millionen Parameter, über die ich vorhin gesprochen habe, ist zufällig gesetzt. In Klammern, jetzt kann man sich immer noch fragen, gibt es eigentlich wirklich einen Zufall in Computern? Das ist eine andere, das ist eine computerwissenschaftliche Metadebatte, weil der Computer muss ja irgendwie diese Zufallszahlen entwickeln. Lassen wir mal raus. Nehmen wir mal an, die Initialisierung dieses Netzes ist tatsächlich zufällig. Und dann ist es sehr, sehr leicht, an jeder Stelle nochmal zusätzlichen Zufall zu injizieren, wenn ich das möchte. Das heißt also, ich kann Systeme erzeugen, die tatsächlich zufällig was Neues produzieren. So, jetzt ist Zufall und Kunst aber ja auch noch nicht ganz das Gleiche, weil wenn wir das machen würden, dann wäre ja noch die Frage, ist das, was rauskommt, jetzt Kunst oder kann das weg? Ist das jetzt einfach irgendwie Schrott, der produziert worden ist, oder ist da irgendwas dran? Und da wird es jetzt spannend, weil da ist eigentlich die Kunsttheorie, die sich zwar sehr viel mit solchen Fragen schon auseinandergesetzt hat, aber eigentlich relativ schlecht aufgestellt, weil woran mache ich das denn jetzt fest, was wirklich Kunst ist? Und dann kommt sehr schnell der Betrachter rein, das Publikum. So, da ist aber auch die Frage, wer ist das Publikum? Wenn wir einfach sagen würden, das Publikum ist wer auch immer das sieht, dann hatten wir ja vorhin schon den Test, dann müssten wir jetzt sagen, okay, das ist Kunst gewesen, weil es gab ja bei jedem der Gedichte einige Leute, die gesagt haben, das halte ich für Kunst. Wenn ich vom allgemeinen Publikum weggehe, dann wird es sehr schnell sehr elitär. Dann bin ich bei der Frage, Kunst ist eigentlich das, was entweder Institutionen mit Macht, wie der Kunstmarkt, schätzen oder Personen mit Autorität. Kunst ist, was andere Künstler sagen, was Kunst ist, oder was Kunstkritiker sagen, was Kunst ist. Kunst ist, was sich auf dem Kunstmarkt verkauft. Auch da ist man jetzt in einem Bereich, da gibt es ganz viele Widersprüche drin und auch ganz viele widersprüchliche Theorien. Viele Leute würden das auch sagen, nein, das stimmt nicht. So, Kunst ist, ja, was denn eigentlich? Was als Kunst empfunden wird, ist man wieder bei der Frage, von wem denn eigentlich empfunden? Also, wenn wir diese elitären Ansätze nicht wollen, haben wir ein Problem an der Stelle. Wenn wir sie akzeptieren in irgendeiner Art und Weise, dass wir sagen, es gibt eine Autorität, die darüber entscheidet, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, dann sind wir heute an dem Punkt, dass neuronale Netze eigentlich die Entscheidungen dieser Autorität selber mit simulieren können. Da sind wir bei einer neuen Klasse von neuronalen Netzen, sogenannten GANs, Generative Adversarial Networks. Das Prinzip ist ziemlich einfach, weil das Prinzip ist genau das gleiche, was wir vorhin am Anfang mit den Gedichten gesehen haben. Ich kann jetzt, und in Klammern, während ich das Modell trainiere, was die Gedichte baut, einfach ein zweites Netzwerk noch dazu nehmen und das entscheidet, das kriegt echte Gedichte und die produzierten Gedichte. Und dieses zweite Netzwerk soll sagen, war das echt oder war das nicht echt? Und jedes Mal, wenn das zweite Netzwerk eine richtige Entscheidung trifft, wird der Computer dafür belohnt. Aber jedes Mal, wenn das erste Netzwerk es schafft, dem zweiten Netzwerk ein falsches Gedicht unterzujubeln, wird der Computer auch belohnt. Und dann habe ich eine ziemlich komplizierte mathematische Formel, die ist dann auch nicht so einfach zu optimieren, weil ich dann zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig optimieren will. Es geht aber theoretisch. Das heißt also, wenn wir nur genügend Informationen darüber hätten, wie diese Autorität, wer auch immer das sein soll, entscheidet, was denn Kunst ist und was nicht, dann können wir das rein technisch machen und können vermutlich sogar konsistentere Entscheidungen in diesem Bereich treffen, als die wirkliche Autorität es tut. Insofern sind wir eigentlich jetzt bei dem Punkt, dass man sagen muss, naja gut, eigentlich ist alles beieinander. Wir können, wenn wir die Frage, was Kunst ist, einer externen Autorität überantworten wollen, können wir das rein technisch machen. Da haben wir vielleicht immer noch Probleme, die Systeme sind noch nicht gut genug und das ist wirklich auch gerade ja, Stand der Forschung, da wird viel dran gemacht. Die werden aber auch wirklich jeden Monat, muss man sagen, da passiert so viel in dem Bereich. Oder wir sagen, das reicht für Kunst immer noch nicht aus. Und das wäre meine Meinung. Also ich glaube, dass zur richtigen Kunst dann immer noch was fehlt dabei. Und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, ich glaube, Kunst ist intentional. Auch wenn das was ist, was viele Leute vielleicht so nicht teilen werden. Ich glaube, es braucht eine Intention. Es geht darum, dass man mit irgendwelchen handwerklichen Methoden, mit Malerei, Musik,
Lyrik, was auch immer, versucht, irgendetwas auszudrücken. Häufig Gefühle, können aber auch abstrakte Gedanken sein. Und mir geht es jetzt gar nicht so darum, was der Künstler eigentlich damit sagen will. Also ob der Künstler sich gedacht hat, ich will jetzt ein Gedicht über den Winter schreiben und jeder andere liest darin ein Gedicht über den Tod. Das ist mir eigentlich total egal. Also ich glaube nicht, dass es um die Intention des Künstlers geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass das Intentionale sich nachher in dem Kunstwerk zeigt. Ob das dann übereinstimmt mit dem, was der Künstler gedacht hat, wissen wir sowieso nicht, weil wenn man die fragt, lügen die meistens. Also ist es relativ irrelevant, was sich der Künstler gedacht hat, aber dieser Prozess, dass irgendetwas zielgerichtet gestaltet wird, das wäre nochmal eine Negation des Zufalls. Also wir hatten den Zufall als Negation des Determinismus, aber eigentlich müssen wir jetzt auch nochmal die Negation der Negation da reinbringen. Und das wäre sowas wie Intention, Wille. Und da kann man sich jetzt fragen, gibt es das im Moment? Momentan nein. Aber kriegen wir das vielleicht in den Computer rein? Schwierig. Gibt es keine Ansätze, die ja wirklich vielversprechend sind? In der Deep Learning-Welt gibt es ein paar Leute, die glauben, wir kriegen das hin, wenn wir einfach immer größere, tiefere neuronale Netze bauen, die sich untereinander befruchten in einer Art und Weise. Das halte ich für Unfug. Weil es wird ja immer wieder das reproduziert, was man vorher dann schon hatte. Also man kommt da eigentlich gar nicht draus raus. Aber wenn man sich jetzt mal fragt, gerade im Bereich Kunst, was ist denn jetzt eigentlich das Intentionale dabei? Das ist ja gar nicht so komplex oder es muss nicht unbedingt komplex sein. Es kann komplex sein, das muss es aber nicht. Und ich glaube, wenn man einen Computer dazu kriegen würde, und das ist halt das Projekt, an dem ich eigentlich dran bin, allerdings mit meiner Firma versuchen wir in dem Bereich Strong AI, allgemeine künstliche Intelligenz, da irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Und die Idee ist, dass man das vielleicht darüber hinkriegt, dass man den Computer dazu anleitet, zu widersprechen. Der Widerspruch als die Grundform der Intention. Und dann müsste man auch irgendwie dazu kommen, dass der Computer nicht nur widerspricht, sondern dass er gleichzeitig versucht, die Gegensätze auf einer höheren Ebene wieder versöhnbar zu machen. Und dann sind wir bei der Hegelschen Logik. Mein zweites Lieblingsfeld, könnte ich jetzt den ganzen Tag drüber reden. Mache ich aber nicht. Die Idee da, ich mache es ganz kurz, wäre, dass man halt sagt, dass man eine Logik hat, die wirklich nicht binär ist, sondern die versucht, Widersprüche denkbar zu machen. Und das ist, glaube ich, viel, viel näher an dem dran, wie unser tatsächliches Denken geht. Man kann das in drei ziemlich platten Sachen zusammenfassen. Das erste ist omnis determinatio est negatio. Das heißt, alles, was bestimmt ist, ist eine Negation. So eine erste Grundthese, dass immer, wenn ich über irgendetwas rede, was es ist, sage ich immer, was es nicht ist. Zweite Grundthese wäre die zwei Momente des Unterschieds sind die Identität und der Unterschied. Und da merkt man schon, wenn man sich das jetzt computermäßig durchdenkt, komme ich da in so eine rekursive Schleife rein. Und das wird dann in dem dritten Punkt nochmal bestätigt. Die Reflexion ist die Bewegung von nichts zu nichts und dadurch zu sich selbst zurück. Und ich glaube, dass das genau auch der Weg ist, wie wir das hinkriegen können, dass Computer und auch wirklich schon bald, nicht erst irgendwie in 50 Jahren oder sowas, wirklich eigenständig Kunst produzieren, weil sie sich von dem, was sie gelernt haben, trennen dadurch, dass sie versuchen, das zu negieren. Das, was sie selber gelernt haben über Deep Learning, Deep Learning ist total wichtig dabei, weil ansonsten sind es einfach nur Zahlen. Also erst durch Deep Learning kann ich überhaupt das strukturieren, kann da Muster drin finden. Und das ist ja was, was wir Menschen auch machen. Also Deep Learning wird man brauchen, aber dann muss das Gelernte negiert werden und diese Negation umgeformt werden in was Neues, in die Negation der Negation. Und wie das genau gehen kann, ist ein ziemlich schwieriges Konzept. Aber ja, das war so in etwa das, was ich euch heute sagen wollte. Mal sehen, ob ich noch was vergessen habe. Eigentlich können wir von mir aus gerne jetzt auch schon in die Diskussion einsteigen und gucken, ob euch das irgendwie inspiriert hat oder ob ihr findet, das war alles totaler Unfug.
Ja, wunderbar. Dann haben wir viel Zeit zum Diskutieren und ich sehe, hier geht es auch schon los an Mikrofon 2. Bitte. Hallo, danke für den inspirierenden Talk. War sehr schön, du hast sehr schön durchgeleitet durch die Diskussion über Kunst und KI. Ich fand es auch sehr gut, dass du nicht so sofort Stellung bezogen hast. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass es ein Irrweg ist, zu glauben, dass man sozusagen in der Intention oder in dem, was das kunstproduzierende Wesen in sich trägt, sozusagen dann festmachen kann, ob es Kunst ist. Wenn ich eine Banane an die Wand klebe, dann kann ich noch so viel Intention haben zu widersprechen. Das ist keine Kunst. Wenn ich es aber auf der Art Basel mache, dann wird es Kunst. Und ich denke, das versteht man auch gut mit der Unterscheidung zwischen System und Umwelt, dass man sagt, Kunst ist ein soziales System und was dieses Kunstsystem als Kunst akzeptiert und aufnimmt, und das ist natürlich auch sehr flüssig, also das ist immer, wird ständig neu verhandelt, also was vor 30, 40 Jahren Kunst war, ist heute nicht mehr Kunst und umgekehrt. Und ich glaube, das bringt uns näher an Verständnis ran, was Kunst ist, wenn man diese Frage überhaupt beantworten möchte. Ja, danke. Also das ist erstmal, glaube ich, das hatte ich ganz am Anfang schon versucht anzudeuten. Ich glaube, dass es sowieso auch eine falsche Idee wäre, zu sagen, wir wollen jetzt einen widerspruchsfreien Kunstbegriff als erstes und an dem messen wir dann alles. Weil, wie du richtig gesagt hast, das verändert sich ja auch. Und auch das ist so eine Grundthese bei Hegel, Hegel sagt, es ist unsere falsche Zärtlichkeit den Dingen gegenüber, dass wir deren Widersprüche immer uns anlasten und nicht ihnen. Weil die Dinge in Wirklichkeit widersprüchlich sind. Und Kunst ist natürlich was total Widersprüchliches. So, auf der anderen Seite gerade das Beispiel mit die Banane an die Wand tackern. Was ist denn eigentlich die Intention dabei gewesen? Und da kommt eine Schwierigkeit rein in der Debatte. Wir haben halt gerade in der modernen Kunst eine Intention, die vom Inhalt her darauf geht, ich möchte eigentlich zeigen, dass die Kunst als Ganze an ihre Grenzen gestoßen ist. Das heißt also, ich habe schon eine sehr widersprüchliche Intention. Deshalb funktioniert es aber auch nur, wenn ich das auf der Art Basel mache und nicht, wenn ich das bei mir zu Hause mache. Da ist, da fehlt, wie du sagst, halt der soziale Resonanzraum dabei. So, aber an dem Beispiel ist es ja auch trotzdem schön zu sehen, dass sich auch die Gelehrten und die Kritiker und sowas alle sehr uneinig sind darüber, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und woran entscheidet sich das dann? Nämlich eigentlich ja an der Frage, ob man diese Intention, diesen sehr abstrakten Gedanken, ich zeige selbstironisch, dass alles Kunst sein kann, wenn es nur im richtigen Raum ist oder irgendwie sowas, wird es ja vermutlich gewesen sein. Wenn ich den mitgehe, dann kann ich sagen, das ist Kunst. Ich kann aber auch sagen, ach komm Leute, das ist auch schon tausendmal gesehen. Nur dann würde ich auch schon auch wieder sagen, wenn es schon so schwierig ist, bei dem, was unser Eins sich so ausdenkt, also wir Menschlein, festzustellen, ob das Kunst ist oder nicht, dann ist der Anspruch, der an Computer angelegt wird, zu sagen, da muss man jetzt aber eindeutig entscheiden können, ob das Kunst ist oder nicht, natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und einen wichtigen Punkt, gerade noch, weil ich den vorhin vergessen hatte, das ist eigentlich, ich habe mein ganzes Fazit vergessen. Was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, ist, jetzt geht den Gedanken mal mit, stellt euch mal vor, wir haben jetzt Computer, die Kunst schaffen, was auch immer das ist. Also angenommen, wir hätten uns darauf geeinigt, was Kunst wäre und ab wann man dem Computer das zugesteht, dass er Kunst schafft. Und jetzt stellt euch vor, wir haben einen solchen Computer tatsächlich, der Kunst schafft. Dann haben wir plötzlich, sind wir wirklich in einem neuen Zeitalter, weil dann etwas, was wir mehr oder weniger exklusiv, klar, gibt Diskussionen, Schimpansen machen die Kunst, können die Kunst machen oder sowas, aber wir sind bei was mehr oder weniger exklusiv dem Menschen vorbehalten ist und wo wir ganz sicher in den nächsten Jahren aber in eine Situation kommen werden, wo wir uns fragen müssen, ob nicht eigentlich Computer inzwischen kognitive Fähigkeiten haben, die bislang exklusiv bei Menschen gelegen haben und wo wir auch unseren kompletten Umgang mit Computern eventuell neu überdenken müssen. Und das meine ich jetzt gerade nicht in die Richtung,
Terminator-Szenario, sondern genau umgekehrt. Wie schützen wir eigentlich künstlerisch schaffende Computer vor den Menschen? Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, wir haben auch Fragen aus dem Stream, aber ihr steht schon so lange. Deswegen machen wir erstmal Mikrofon 1. Tut mir leid, ich antworte jetzt kürzer. nee, das sollte nicht an dich gehen. Die 1 bitte. Hey. Also einerseits erstmal, ich komme aus der Medienkunst und ich denke, es ist eine ziemlich steile These, dass Menschen, die Kunst studiert haben, irgendwas malen können. Irgendwas malen können? Es ist eine ziemlich steile These, dass Menschen, die Kunst studiert haben, irgendwas malen können. Ah ja, okay, ja. Ich bin seit ziemlich lange in der Kunst, ich hatte noch nie einen Pinsel in der Hand. Aber davon abgesehen, es gibt ja extrem viele Menschen, die machen heute diese Kunst, die eigentlich gar keine Kunst mehr sein dürfte nach irgendwelchen Definitionen von, es muss sich neu. Also Menschen, die heutzutage Flachware produzieren, können das ja super verkaufen und eigentlich dürfte es ja gar keine Kunst mehr sein. Wir würden der AI abschreiben, dass es Kunst ist, wenn sie es machen würde. Mhm. Und deswegen ist meine Frage, Kunst ist ja eigentlich eine soziale Praxis. Das heißt, einerseits eine soziale Praxis, wo wir sie verkaufen und kaufen, aber es ist hauptsächlich eine soziale Praxis, weil ich auf Vernissagen rumhänge und Bier trinke. Wie soll AI Kunst machen, ohne auf Vernissagen rumhängen zu können und Bier zu trinken? Ja. Also das Rumhängen kriegen wir, glaube ich, hin und das Diskutieren auch irgendwann. Das mit dem Bier trinken, na gut. Aber klar, also Kunst ist ein soziales Phänomen und das heißt also, es findet in einem sozialen Kontext statt und jetzt kann ich mich auf den Standpunkt stellen, dass ich sage, Kunst gibt es nicht getrennt von diesem sozialen Phänomen und nur wenn ich das komplette soziale Umfeld reproduzieren kann, dann wäre es auch Kunst. Ich könnte mir aber jetzt zum Beispiel erstens vorstellen, dass ich Vernissagen habe, wo Computer mit Computern rumhängen und vielleicht kein Bier trinken, sondern Strom konsumieren oder sonst irgendwie was. Was dann auch sehr spannend wird, wenn wir uns vorstellen, dass es irgendwann vielleicht Kunst gibt, die gar nicht für Menschen gemacht wurde, sondern für Computer. Von Computer. Generell kann ich dann halt nur zu sagen, ja genau, also du hast völlig recht. Und das sind halt die Widersprüche darin. Wir glauben immer, es gäbe diesen festen Kunstbegriff und messen daran jetzt das, was KI macht. Aber selbstverständlich ist das, was du ansprichst, ist ja eigentlich schon wahr. Es ist ja schon so, dass KI-Kunst bei Sotheby's verkauft wird und sonst was. Ich finde es halt eigentlich unbefriedigend, auf diese elitären Kunstbegriffe dann zu schauen und zu sagen, Kunst ist, was am Markt funktioniert oder wo es eine Vernissage zu gibt. Aber dein Punkt ist richtig, leuchtet mir ein. Dann machen wir eine Frage von der 2 und dann fragen wir den Stream. Also hier, das mittlere Mikro, ja. Genau du, danke. Dankeschön. Also erstmal danke für deinen Vortrag. Ich habe auch Kunst studiert und ich muss sagen, ich habe durchgängig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen während deines Vortrags. Ich habe kein Kunst studiert. Und erstmal will ich sozusagen eine kleine Kritik geben und dann eine Frage daraus formulieren. Also erstens gibt es nicht mehr die Kunst, sondern es gibt die Künste. Das ist unglaublich weit gespreadet und weiterhin mit einem vereinheitlichten Kunstbegriff zu arbeiten, macht überhaupt keinen Sinn. Worauf ich mich frage, wieso, wenn man in dieses Feld, also in diesem Feld forscht oder sozusagen das zusammenbringen möchte. Und ich meine, so, Sie haben ja auch Picasso gebracht und Hegel. Ich meine, mein Gott, Hegel ist über 250 Jahre alt. Wie kann man im 21. Jahrhundert ein Forschungsfeld auf einem philosophischen System von Hegel aufbauen oder das mit seiner Theorie füttern? Es gibt, also dann bitte wenigstens Bruno Latour, also irgendwas aus dem 20., 21. Jahrhundert nehmen, aber nicht aus dem 18. Warum? Weil dieses System von Hegel, ich meine, das ist eine philosophische Frage, aber selbst das hat nur funktioniert, weil es wahnsinnig ausschließend war. Und aber ich frage mich so ein bisschen, also mit welchem Kunstbegriff arbeiten Sie, wenn Sie sozusagen in diesem Feld forschen? Also sozusagen gehen Sie jetzt von so klassischen künstlerischen Bereichen aus oder nehmen Sie auch neuere künstlerische Phänomene, was heißt neuere, die auch schon 80 Jahre alt sind oder älter. Also sozusagen, was wird da eingespeist, um zur KI-Kunst zu kommen? Genau. Ja, vielen Dank, aber da muss ich leider widersprechen. Also gerade wenn ich sage, es gibt nicht den Kunstbegriff, sondern es gibt viele Künste, dann unterstelle ich damit ja, dass diese Künste alle irgendwie was gemeinsam haben, was sie als Kunst macht. Also ich komme aus dem, was ist Kunst, aus der Frage gar nicht raus, dadurch, dass ich sage, Kunst ist eine Vielzahl von Sachen, weil ich sage ja, jedes einzelne dieser Kunst hat an sich das, was Kunst irgendwie macht. So, dass wir diesen Begriff nicht bestimmen können,
habe ich, glaube ich, vorhin ja auch schon gesagt, das liegt aber halt eben auch daran, dass es ein in sich widersprüchlicher Begriff ist, der auch nicht konstant ist, das ist keine absolute Wahrheit, die Kunst, die es gibt. Mir ging es halt gerade darum, das eigentlich deutlich zu machen und zu zeigen, dass wir, wenn wir über KI-Kunst reden, dann da plötzlich mit ganz harten Maßstäben rangehen, die wir ansonsten bei einem Kunstbegriff nie gelten lassen würden. Und das mit Hegel, das ist halt einfach... Es hat einen, meiner Meinung nach, aber da stehe ich halt ziemlich alleine, ich bin da ein Outsider in dieser Frage, es hat meiner Meinung nach einen philosophischen Umbruch gegeben, der mit Kant angefangen hat und der unser komplettes wissenschaftliches Weltbild, was wir heute als das wissenschaftliche Weltbild kennen, eigentlich damals schon in Frage gestellt hat, was noch gar nicht richtig einbezogen wurde. Es gab die Versuche, 1980, Gotthard Günther in den USA, das in den Bereich der KI reinzubringen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr fruchtbar ist. Es ist ein Rogue-Ansatz, den außer mir niemand groß verfolgt. Und ich freue mich auch, wenn andere Leute was anderes machen. Vielleicht lasse ich es dabei. Dann hätte ich jetzt gerne einmal den Signal Angel, die Fragen aus dem Stream. Das Mikro geht nicht. Test, Test. Jetzt. Ja, der Stream hat einmal eine kürzere Frage, die einfach heißt, kannst du bitte was zur KI bei der Erzeugung von Musik sagen und da den aktuellen Stand der Dinge mal so ein bisschen zusammenfassen? Das geht ganz schnell. Das sind eigentlich die gleichen Algorithmen wie vorher. Das meiste, was momentan gemacht wird bei der Erzeugung von Musik, ist, dass ich MIDI-Dateien nehme, dann habe ich die schon kodiert und dann kann ich die MIDI-Dateien im Prinzip behandeln wie Texte oder wie Bilddateien und kann genau die gleichen Algorithmen da drauf schmeißen. Ich habe es ausprobiert, klingt sehr random, ich habe es aber auch auf allen Yes-Platten trainiert. War vielleicht auch nicht so klug. Dann bitte Mikro 2 in der Mitte nochmal. Ja, vielen Dank für die interessante Einführung. Ich hätte auch noch, einen Kommentar. Und zwar finde ich, dass die Kunst einfach dazu da ist, um uns selbst zu befreien. Und deshalb finde ich diese externen Autoritäten, die du da vielleicht auch mit einspielen möchtest in die KI, oder die du wolltest ja damit spielen, genau. Die haben da nichts zu suchen, also jegliche Form von Autorität hat in der Kunst meiner Meinung nach nichts zu suchen. Und weil alles, was passiert ist und alles, was nicht passiert ist, ist eben relevant für Kunst gewesen. Und ich finde es auch schwierig, sich nur darauf zu schauen, ob letztlich was produziert werden kann innerhalb der Kunst. Weil darum geht es irgendwie gar nicht. Es geht darum, dass es eine Intention gibt, aber eben auch, dass es eine Intensität gibt. Mhm. Und das ist das eigentlich Relevante, würde ich sagen. Ja. Okay, würde ich dir einfach total recht geben. Also ich glaube halt, es wäre total super, wenn wir es hinkriegen würden. Mit produzieren meinte ich jetzt nicht unbedingt als Ware produzieren oder sowas, sondern ich meinte halt, wenn wir es hinkriegen würden, dass Computer was machen, was bei uns tatsächlich was bewegt. So, aber dann hängen halt andere Fragen dran, bewegt es dann, wenn Computer das tatsächlich können, bewegt es vielleicht bei den Computern auch was? Also man ist da schon dann auch, es gibt nochmal eine Metaebene dazu, aber alles, was du gesagt hast, finde ich total richtig. Ja, machen wir weiter mit Mikro 2. Hallo, ich würde gerne zwei Punkte ansprechen. Einmal finde ich, in dem Zusammenhang könnte man nochmal auf die Debatte um die Frage, ob Fotografie eigentlich Kunst ist, sicherlich nochmal eingehen, weil vieles, was wir da jetzt auf dem Bildschirm zum Beispiel gesehen haben, könnte man eigentlich so als Informationsverarbeitung sehen, im Prinzip das, was eine Kamera auch macht. Ist es auch, ja. Und die Entwicklung davon, wann wurde Fotografie als Kunst anerkannt und warum überhaupt. Und der zweite Punkt ist mir jetzt gerade entfallen. Ja, auch das zeigt ja wieder, was Kunst ist, das verändert sich historisch. Und ich glaube, wenn ich noch einen philosophischen Gedanken dazu sagen darf, es gibt ja diese Schrift, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo es auch sehr viel um die Fotografie geht. Ich glaube, dass wir jetzt halt eben noch einen Schritt weiter sind, dass wir jetzt eigentlich über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit nachdenken müssen. Aber auch das wird nicht dazu führen, dass jetzt alles plötzlich nicht mehr gilt und nichts mehr Kunst ist und alles nur noch Scheiße und so. Irgendwas wird passieren, es verändert sich da gerade sehr viel. Und der Talk heute ist halt eigentlich genau dafür da, um dafür ein bisschen zu sensibilisieren und darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert, weil die Antworten habe ich ja gar nicht.
Ja, wir haben noch Fragen vom Signal Angel, aber wir machen, ihr steht so geduldig, deswegen machen wir weiter mit zwei erstmal. Genau, der Mensch kann stehen und Signal nicht. In der Frage sozusagen, was ist Kunst, worum sich das immer dreht, habe ich mich jetzt gefragt, ob eben die KI oder der Computer die Antwort geben kann. Ja, ja, das ist halt genau der Punkt. Also wenn wir auf der einen Seite einen harten Kunstbegriff haben, also wie ich es versucht hatte so einzuleiten, dass wir halt sagen, die reine Simulation, das reicht uns nicht aus. Wir wollen, dass da irgendwie was drin ist, was wir eigentlich dem Menschen zuschreiben. Kreativität oder Intention oder keine Ahnung, wie man das dann tatsächlich fasst. Wenn wir dann aber davon ausgehen, dass es Computer gibt, die sowas hinbekommen, dann können die, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, dann können die vielleicht auch darüber nachdenken. Ja, aber macht es uns vielleicht zum Menschen, dass wir erkennen, dass eine angetapte Banane Kunst sein kann? Ja, aber wenn ein Computer das erkennen könnte. Und nicht, dass wir die Banane ankleben können. Ja, schon klar. Aber genau das meine ich auch. Also wenn wir uns vorstellen, und das ist ein Gedankenexperiment, weil ich sage ja, es gibt im Moment keine Computer, die wirklich Kunst machen. So. Aber wenn wir uns vorstellen, dass es Computer gäbe, die Kunst machen könnten, dann können wir uns auch vorstellen, dass es Computer gäbe, die Kunst verstehen können. Und dann sind wir halt plötzlich in genau der Frage, was macht uns denn eigentlich als menschliche Lebewesen aus, in einem Bereich, wo wir sagen müssen, sind da nicht eventuell plötzlich fundamentale Grundsachen des menschlichen Daseins auf ein technisches Artefakt übergegangen? Und was heißt das? Und reden wir da nicht eigentlich über das Zeitalter des Transhumanismus? Und könnte der Computer dann vielleicht etwas als Kunst definieren, das uns selbst verborgen bleibt? Ich könnte mir tatsächlich solche Szenarien vorstellen, wo Computer Kunst für Computer produzieren, die wir überhaupt nicht mehr verstehen können. Ja, und wir stehen nur noch staunend daneben und müssen das über uns ergehen lassen. Machen wir mit zwei weiter. Einmal noch die Frage, gibt es deiner Meinung nach überhaupt die Möglichkeit, dass man sagt, die Kunst ist jetzt von der KI? Weil eigentlich spielt ja eigentlich auch alles mit ein, wer am Ende die KI geschrieben hat, kann man auch gleich wieder auf Hegels Weltgeist beziehen, dass jede Kleinigkeit eigentlich am Ende auf das Endprodukt einspielt. Ja, die Frage nach der Urheberschaft, das ist was momentan rechtlich zum Beispiel behandelt wird und was sich anschließt einfach. Also wenn es einen Urheber gibt, wird es sicherlich ein Kollektiv sein. Weil da müsste man ja sagen, wer hat denn eigentlich an der Entwicklung der Algorithmen mitgearbeitet? Das meiste davon ist Open Source, das sind große Entwickler-Communities, die das machen. Die großen Internetfirmen spielen da eine große Rolle, Facebook, Google, Baidu, die treiben diese Entwicklung voran. Dann ist aber ja immer noch die Frage, wer hat die Daten zur Verfügung gestellt oder ist vielleicht in diesem Sotheby-Beispiel, wo dann KI-Kunst versteigert wurde, gab es auch jemanden, der gesagt hat, mir kommt das so vor, als hättet ihr der KI einfach alle meine Bilder gegeben und die hat daraus jetzt was Neues gemacht. Eigentlich bin ich der Maler. So, also die Urheberfrage ist einerseits philosophisch sehr, sehr schwierig, wird vermutlich dann aber irgendwie plump rechtlich behandelt werden. Und im Moment gibt es den Fall, geht es um Patente. Es gibt Patente in den USA, die bewilligt sind, die von der KI geschrieben wurden. Und da stellt sich jetzt die Frage, wer ist eigentlich der Erfinder? Aber meistens werden diese Sachen dann halt irgendwie rechtlich bearbeitet, so damit es gut ist für die Wirtschaft und dann geht es weiter. Aber philosophisch ist das eine total spannende Frage. Jetzt noch einmal mein Signal Angel. Was haben wir noch aus den sozialen Medien? Ja, und noch eine Frage via Twitter. Hast du Tipps, wie man als AI-Neuling in das Thema Kunst mit AI machen einsteigen kann? Ja, weil wenn man, also das, was momentan richtig spannend ist, meiner Meinung nach, sind halt diese Deep Learning-Geschichten. Und Deep Learning ist wirklich eine recht offene Community, die gleichzeitig aber, wie gesagt, von den großen Internetkonzernen aus anderen Interessen genommen wird. Wir haben PyTorch als Entwicklerumgebung oder TensorFlow. Wenn wir TensorFlow nehmen, das ist unter dem Dach von Google
Und auf der TensorFlow-Seite gibt es sehr schöne Tutorials, wie man generative Modelle in TensorFlow bauen kann. Aber momentan ist es noch so, dass wenn man da richtig einsteigen will, dass es tatsächlich auch ein Stück weit programmiertechnische Kenntnisse erfordert, das umzusetzen. Okay, machen wir weiter mit zwei in der Mitte. Du bist an einer Stelle davon ausgegangen, dass KI bloß Muster erkennt, aber der Mensch was Neues erschaffen kann. Da stelle ich mir die Frage, was macht denn unser Hirn anderes, außer in sehr, sehr viel komplexer als die KI natürlich, aber was machen wir denn anderes, als einfach Muster aus der Umwelt aufzunehmen und die neu zusammenzusetzen? Aber im Prinzip ist das ja auch nichts Neues. Das ist eine ganz große Frage immer noch in der Kognitionswissenschaft, ob wir was anderes machen oder nicht. Und da legst du auch wieder den Finger auf eine Sollbruchstelle sozusagen in meiner Argumentation. Ich glaube, dass wir was anderes machen, als einfach nur Muster erkennen. Es gibt aber viele Forscher, die sagen würden, nein, das ist. Es gibt auch viele, die sagen, es gibt keinen freien Willen und es gibt gar keine Kreativität, sondern das ist einfach nur Neuronenfeuer, was bei uns im Gehirn funktioniert. Wenn ich davon ausgehe, kann ich natürlich der Deep Learning Community folgen und sagen, okay, dann mache ich jetzt halt die Netze immer tiefer und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und dann gibt es irgendwann den kreativen Funken, auch wenn ich ihn nicht mehr verstehe, der dann da reinkommt. Ich glaube aber, dass wir was anderes machen. Ich glaube schon, dass wir halt eben nicht nur Muster erkennen, sondern dass wir halt eben Widersprüche generieren, dass wir anfangen zu spekulieren und dass Spekulation wirklich was ist, was über die Muster, die wir haben, hinausgeht. Zum Beispiel neulich habe ich ein Kind auf der Straße getroffen, kam mir entgegen mit seinem Vater und ich hatte meinen Fahrradhelm auf, aber dieser Fahrradhelm, der hat so ein Visier. Okay, sieht albern aus vielleicht, aber ist wirklich gut gegen die Sonne und so. Und das Kind hat gesagt, schau mal Papa, ein Motorradfahrer. So, was hat es gemacht? Es hat also einerseits ein Muster erkannt, Helm mit Visier, hat aber andererseits gleich angefangen zu spekulieren und hat gesagt, deshalb war das ja auch nur überhaupt relevant, dieses Muster ist auf diese neue Situation anzuwenden. Und das fällt KI im Moment noch sehr, sehr schwer, selbst solche ganz einfachen Sachen. Wir brauchen Zehntausende, Hunderttausende von Trainingsbeispielen, um überhaupt irgendwelche Muster zu erkennen. Wir Menschen kommen mit 5 Beispielen normalerweise aus. Ja, bleiben wir bei der 2. Ein Begriff, den ich noch einbringen wollte, ist der Begriff der Glitch-Art. Und ich glaube, da kommt dieses Hegel'sche Bild, was du vorhin reingebracht hast, ganz gut zum Vorschein, wenn man da halt sagen könnte, das sind nicht einfach nur interessant aussehende Verarbeitungsfehler, sondern wenn man das bei KIs betrachtet, so vielleicht kommen wir da dann irgendwann zu einem Punkt zu sagen, okay, da erkennen wir tatsächlich die Verweigerung der KI, das zu machen, was wir eigentlich von ihr wollten. Und ja, das ist ein ziemlich spannendes Feld, was man aus deiner Perspektive vielleicht ganz gut betrachten kann. Danke für die Anregung, das muss ich mir anschauen, das klingt gut. Dann machen wir nochmal schnell den Signal Angel drüben. Und die nächste Frage via Twitter. Ist die Negation, also der Widerspruch des Computers, nicht auch eine von außen herangetragene und damit nicht internationale Konstruktion, die im Kontext Computer bleibt und damit keine Kunst? Ja, natürlich ist sie das. Nur jede Form hat selber einen Inhalt und jeder Inhalt hat eine Form und irgendwann dreht das Ganze sich halt um. Aber ja, das ist, an einer Stelle hatte ich darauf hingewiesen, ich kann mich sogar fragen, ob irgendwas, was ein Computer produzieren kann, tatsächlich Zufall sein kann, weil es ja letzten Endes ein deterministisches System ist. So, aber spätestens, wenn wir Quantencomputer in die Rechnung reinnehmen, sieht es vielleicht nochmal anders aus. Aber bislang sieht es ja so aus, als würden wir auch, schade, dass wir den Quantenvortrag jetzt nicht hören können. Eigentlich sieht es ja so aus, als würden wir sehr viel, was man mit Quantencomputern machen kann, auch auf normalen Computern machen können. Aber da ist irgendwie ein Widerspruch, dass wir einerseits offenbar kann irgendwas über Systeme hinaus da entstehen, glaube ich. Schauen wir mal. Wir machen einmal Mikro 3 und dann bist du endlich dran. Hallo. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf diese Intention eingehen, weil ich bin auch Malerin, also ich habe auch Kunst studiert und ich finde, also ne, was Langweiliges, Malerin, und ich finde, dass überhaupt, also meine Intention, wenn ich anfange, ein Bild zu malen, ich fände es super langweilig, wenn das dann genauso wird, wie meine Intention ist, wenn das 1:1 das passiert, also ne, das abgebildet wird, was in meinem Kopf als Ausgangsidee war. Das bedeutet, während ich male, reagiere ich mit dem Bild auf das, was, also ich muss wirklich auf dieses Bild reagieren, zuhören, wegnehmen,
dann ist irgendwie noch so ein Realitätsaspekt. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, es sind so mehrere Elemente vereint und ich reagiere einfach nur. Und dann, je besser ich irgendwie zuhöre und reagiere, desto interessanter wird eventuell das, was passiert. Und ich komme jetzt nicht, vielleicht nicht ganz woanders an, aber ich schon. Und trotzdem ist dann ja nicht alles, was ich gemalt habe, Kunst. Das heißt, ich suche ja auch noch aus, was danach jetzt Kunst ist und was nicht. Und zum Beispiel, ich finde es super interessant, wenn ich jetzt so KI hätte, die das jetzt analysiert, welches Bild für mich, was ich jetzt im Endeffekt auswähle, was jetzt Kunst ist und was nicht. Und ich für mich würde dann sehen, ah, okay, das ist irgendwie mein Kunstbegriff. Und wenn man jetzt irgendwie ganz viele Künstler nehmen würde, die dann, also ne, das mit ganz vielen Künstlern machen würde, vielleicht könnte man das, ja, und die KI würde das halt lernen von ganz vielen Künstlern, vielleicht würde man da dann irgendwie irgendwo hinkommen, aber ja, und zum Beispiel für mich ist Kunst, der beste Begriff, den ich kenne, ist, dass Kunst Wissenschaft ohne Ziel ist, was jetzt auch so ein bisschen dem widersprechen würde, was du sagst. Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, macht die Natur Kunst, ist das irgendwie so Kunst und Wissenschaft vereint und wir sind einfach nur doof, dass wir das alles trennen und haben es einfach noch nicht verstanden und wir sind totale Anfänger und die macht das schon seit super langer Zeit und Kunst ist überhaupt nicht irgendwas, was jetzt so nur der Mensch macht oder so. Also zum ersten Teil, ich glaube, das, was du dir da, sag ich jetzt mal, wünscht für die praktische Arbeit, da ist man schon sehr weit. Ich glaube, das sind Sachen, die tatsächlich sehr bald auch schon auf einem Niveau funktionieren werden, dass auch professionelle Künstler damit arbeiten wollen, dass da was bei rumkommt. Es hat natürlich immer das Problem, wenn ich einzelne Künstler nehme, zum Beispiel nur deine Bilder und dann von allem, was du malst, soll der Computer jetzt entscheiden, was passt am besten zu dem, was du bislang gemacht hast. So. Dann habe ich wahrscheinlich nicht genügend Daten. Genau, und wenn ich aber alle Bilder der Welt nehme, dann entsteht halt dieses Reduce to the Mean. Also dann wird halt sozusagen der Massengeschmack daraus extrahiert oder sowas. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz das, was man will. Aber in dem Bereich passiert schon relativ viel. Und was ja auch schon, was zum Beispiel geht, wäre, dass man den Stil von einem Bild, was du gemalt hast, nimmt und auf andere Bilder überträgt. Und vielleicht ist das dann auch wieder was für den Künstler zur Inspiration beitragen kann, dass man sagt, ach ja, so könnte das aussehen und dann fange ich an zu malen und dann kommt am Ende trotzdem wieder was ganz anderes raus. Schön fand ich auch, dass du diesen künstlerischen Prozess nochmal viel besser dargestellt hast, als ich das jetzt so schnell gemacht habe. Und auch das sind Sachen, jedes Mal, wenn man es beschreiben kann, was da eigentlich passiert, kann man sich auch überlegen, dass eine KI da reingeht und das macht, also solche Feedback-Loops zum Beispiel auch macht und dann die ursprüngliche Intention wieder ändert. Naturkunst am Ende und die Frage, brauchst du denn dafür überhaupt eine Intention? Ich glaube, das hängt sehr viel daran, wie man jetzt den Begriff der Intention versteht. Wenn man sagt, das muss im Vorhinein alles in Stein gemeißelt sein, dann kommt man da sicherlich in Schwierigkeiten. Ich selber würde sagen, dass die Natur zwar unglaublich schön sein kann, dass sie aber eigentlich keine Kunst ist und schafft. Aber auch da weiß ich, gibt es viele Leute, die dem widersprechen. Ich möchte es für den Vortrag deshalb auch nochmal sagen, weil mir ging es eigentlich ja auch gerade um die Aussage, was passiert mit uns Menschen, wenn jetzt irgendwas, wo wir bislang gesagt haben, das können nur wir Menschen, wenn das jetzt technisch machbar wird, was heißt das dann eigentlich? Und wenn ich jetzt aber den Kunstbegriff so fasse, was auch okay ist, dass ich sage, rein ästhetisch zum Beispiel, alles was schön ist, ist Kunst. Ja? Dann habe ich aber gar nicht mehr diesen Knackpunkt, dass ich sage, okay, dass der Computer was Schönes produzieren kann, da sind wir uns, glaube ich, einig, das geht relativ gut. Dann machen wir die zwei endlich. Ein Aspekt, wo ich nochmal nachfragen würde, ist so die Idee von Kunst und wie sie mit Rausch oder Drogen zusammenhängt. Also es ist einmal so ein abgenutztes Klischee vom Künstler, der ständig besoffen ist. Aber wenn man sich die Künstler und die Kunstuni so anschaut, ist auch irgendwie was dran. Dann ist so die Frage, kann eine KI Rausch empfinden? Kann sich eine KI besaufen? Wie funktioniert das? Oder ist das überhaupt nicht relevant irgendwie für deine Arbeit? Also ist eine Frage, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Ich versuche es aber trotzdem mal. Es ist ja schon so, wenn ich das mit dem, was ich über Intention gesagt habe, in Verbindung bringe, ist,
Es geht ja häufig, nicht immer, Kunst kann auch sehr abstrakte Gedanken haben, die sie zum Ausdruck bringen will, aber häufig geht es tatsächlich auch darum, sehr, sehr tiefliegende Gefühle irgendwie zu transportieren da drin. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Drogen einem selber einen Weg eröffnen, zu diesen tiefen Gefühlen eher vorzudringen und dass es vielleicht darüber einen Zusammenhang gibt. Vielleicht liegt er aber auch auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht sind auch besonders labile Menschen anfällig für Drogen und besonders kreativ aus völlig anderen Gründen oder sowas. Weiß es nicht, habe es nicht untersucht. Wie könnte man eine KI berauschen? Das finde ich jetzt allerdings spannend. Vielleicht wäre das tatsächlich auch noch so ein Weg. Ich hatte halt richtig mehr so an den formalen Widerspruch gedacht. Aber vielleicht kann man die ja auch zum Beispiel zusätzliches Rauschen reinschmeißen in die Netze. Das wird teilweise auch tatsächlich schon gemacht, fällt mir auf, bei Autoencodern. Da wird Rauschen injiziert, damit man nachher Ergebnisse hat, die von einzelnen Zufälligkeiten unabhängig sind und mehr so das Allgemeine treffen. Vielleicht ist eine KI mit viel Rauschen auch irgendwie berauscht. Müsste ich mal drüber nachdenken. Oh, Wahnsinn, das wäre fast das Schlusswort, aber machen wir mal weiter mit der 2. Ich frage mich, ob die Debatte um Intentionalität nicht einfach hinter die Debatte, die man schon Anfang des letzten Jahrhunderts hatte in der Kunst, ob es nicht dahinter zurückfällt, wo man schon sagt, okay, man kann sich vom Autor, vom Werkschaffenden kann man sich distanzieren und eigentlich kommt es auf die Deutung an, die eine künstlerische Intention meinetwegen unterstellt, aber eben als Blackbox unterstellt, weil wir wissen ja nicht, wie die andere Person reagiert. Und da frage ich mich, warum sollte das bei KIs nicht genauso möglich sein? Und kann man sich nicht besser von Intentionen distanzieren, indem man zum Beispiel sagt, okay, Kunstwerke bestimmen sich in irgendeiner Form selbst, so wie wir es vorhin bei der 3 gehört haben. Wenn man ein Bild oder eine Oper auf eine bestimmte Art und Weise anfängt, dann kann man nicht mehr beliebig weitermachen. Am Anfang hat man noch alle Freiheiten, aber je mehr man ein Bild oder ein Stück weiter komponiert, desto mehr kommt man in irgendwelche Zwänge rein, wo ich sagen würde, genau das ist dann die Kunst. Dass es diese Nichtbeliebigkeit ist, die aber die Kunstregeln sozusagen sind, die es ja implizit und explizit gibt. Und sowas könnte ja auch wiederum die KI dann machen. Ja, die KI könnte vor allem vielleicht eventuell auch diese Regeln finden. Nur haben wir dann halt wieder das Problem, dass die Kunst, wenn wir sie historisch betrachten, ja auch gerade immer darin besteht, dass diese Regeln gebrochen werden und dass genau das uns besonders künstlerisch dann auch wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt vorkommt. Ich glaube aber nicht, dass ich auf diese alte Debatte zurückgekommen bin mit Intention, dass ich sage, die KI, also oder eben der Künstler, die Intention des Künstlers, das ist das Wichtige, sondern mir ging es ja auch darum, wie der intentionale Prozess auf das Kunstwerk wirkt und nicht, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Insofern sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Okay, machen wir die 3 noch und dann gehen wir noch einmal an den Signal Angel und dann ist leider auch die Zeit rum, also die 3 bitte. Ja, hallo. Ich muss mich erstmal entschuldigen, denn ich habe den Talk verpennt, also ich habe es verpasst. Aber ich möchte trotzdem eine Frage stellen und dazu muss ich eine Unterstellung machen. Und zwar nehme ich an, dass die Daten, die die KI bekommen hat, um damit etwas anzufangen oder Kunst zu machen, allesamt vorgefertigt waren. Es sind keine eigenen Erfahrungen gewesen. Also müsste man eine KI enablen, quasi also sie befähigen, eigene Erfahrungen, eigene Bilder, also mit Kameras und Sensoren auszustatten, sodass sie etwas aus der eigenen Erfahrung heraus schaffen würde und würde dieses Schaffen dann eher als Kunst betrachtet. Denn es ist das zielt auf eine große theoretische Richtung in der KI-Forschung, die ich nicht teile, aber die weit verbreitet ist, wo man halt eben sagt, Brain in a Tube, das funktioniert nicht. Also ich kann nicht irgendwie einen Geist in einer Kugel haben, sondern ich muss, wenn es um sowas geht wie zum Beispiel auch Kunst oder überhaupt Denken, alle kognitiven Fähigkeiten, das lernt man nur durch das Erleben. Das heißt, letzten Endes müsste ich dann eigentlich einen Roboter haben, der sich in der Welt bewegt, mit Menschen da seine eigenen Erfahrungen macht und so weiter und so fort. Das ist eine weit verbreitete These. Ich halte die nicht für richtig. Ich halte die deshalb nicht für richtig, weil ja ganz viel von den menschlichen Erfahrungen vorliegen, in Form von Texten, in Form von Bildern, in Form von Musik. Und wenn das vorliegt, warum soll ein Computer nicht davon auch lernen können? Warum muss er das alles selber erleben? Ich kann auch viele Sachen denken, die ich selber nie erlebt habe, weil ich es zum Beispiel irgendwo gelesen habe oder so. Aber
wie an allen Punkten. Es gibt auch da sehr, sehr viele sehr, sehr ernstzunehmende Leute, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei dem, was ich erzähle hier. Klar. Mhm. Zum Beispiel auch anderen KIs oder an ja. Menschen und ja. eben diese Interaktion fehlt ja dann. Das ist, genau, also die einzige Interaktion, die es bei jedem Zeug oder sowas gibt, ist wirklich die Interaktion der KI mit Daten. Und die Daten genau. sind teilweise von mir gemacht und teilweise aber auch irgendwie aus dem Fundus, dem kulturellen Fundus irgendwie geraubt. So. Spannend wäre es natürlich, wenn was passiert, wenn jetzt KIs, die tatsächlich in der Lage wären, in einen künstlerischen Prozess einzusteigen, wenn die dann auch noch miteinander irgendwie Erfahrungen austauschen können oder kommunizieren können. Und das sind eben genau die Szenarien, die immer so nach Science Fiction klingen, wo ich aber wirklich glaube, dass das wirklich bald schon kommt. Und dass wir eigentlich uns jetzt heute schon ganz ernsthaft Gedanken darum machen müssen, wie gehen wir eigentlich mit einer Situation um, in der wir Menschen unser Monopol auf ganz viele kognitive Fähigkeiten abgetreten haben an etwas, was wir selber erzeugt haben. Und das wirft lauter ethische Fragen auf, das wirft lauter gesellschaftliche Fragen auf, das wirft lauter machtpolitische Fragen auf, zum Beispiel die Frage, wem gehört das dann, wenn man das macht? Ja, und das sind einfach die, meiner Meinung nach, ein paar der wirklich großen, wichtigen Fragen für die nächsten Jahre. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt doch schon 2 Minuten drüber, deswegen stellen wir die Frage zurück. Ich möchte euch danken, dass ihr so lebhaft diskutiert habt. Das war extrem spannend und natürlich wollen wir zusammen Simon danken für den schönen Vortrag. Danke sehr.